ça, si Insel mit dem Kloster, ein Monaster und ungefähr 1,5 Kilometer oder 1 Meile südlich davon ist, ist diese Fahnentonne, Balise Kardinal. Und die sollte man immer mit ziemlich großem Abstand tragen. Zur Sicherheit, auch wenn da vielleicht jetzt die Gefahr erst, weiß nicht, 100, 200 Meter davor ist. Und hier sieht man ganz gut, wenn man das sehen kann, die elektronische Karte, wo das Boot eingezeichnet ist. Hier der schwarze Punkt oben drüber, die Insel. Und hier die Fahnentonne Kardinal Süden. Das heißt, die Gefahr da wieder ist nördlich. Das ist natürlich die Insel. Und wir müssen hier auf der Südseite doch mit gutem Abstand daran vorbeifahren. Und dafür bewährt sich die Daumenregel, Regel de Pouce, dass man praktisch mit einem Abstand von einem Daumen auf der Karte natürlich an dem Hindernis vorbeifährt, was wir auch werden mit dem Kurs, den wir jetzt hier sozusagen eingeschlagen haben. Man sieht hier eine grüne und eine rote Linie. Die rote Linie ist der sozusagen der Kompasskurs. Die grüne Linie ist der Kurs über Grund, der korrigierte GPS-Kurs. Hier oben ist die Maßeinheit so ungefähr eine Daumenbreite, ja, entspricht 1 Kilometer, 1000 Meter. Und wir fahren ungefähr 1 Kilometer an der Südseite von dieser Balise da vorbeifahren, also ist alles okay, sozusagen. Ja, das war eine kleine Information zum Thema elektronische Navigation. Hier oben ist unsere Position in Breiten und Längen, Graden, Latitude, Longitude, also in 43 Grad, 29,592 Minuten Nordhalbkugel, 007 Grad, 2 Minuten, 0,253 Ost, Ile de Lorraine. Ist unser Kurs 105 Grad, also fast Osten.